Ja, hallo und herzlich willkommen zum Thema Wintermantel. Wir wurden tatsächlich jetzt schon zweimal gefragt, warum hat Butch denn so einen Mantel an? Und da geht es nicht darum, den Hund zu vermenschlichen oder dass es irgendwo stylo aussieht, wobei ich ja auch immer so ein bisschen gucke, dass es schon ganz gut aussieht, aber da gehen die Meinungen ja auch immer so ein bisschen auseinander. Aber grundsätzlich ist die Aufgabe von diesem Mantel, wer hätte es gedacht, ihn warm zu halten. Und zur Erklärung, also Butch ist ein Kurzhaar, also französische Bulldoggen haben keine Unterwolle, haben kurzes Fell. Und da kann es tatsächlich so sein, wenn es jetzt kalt draußen ist und es auch Richtung Minusgrade geht, dass der Hund anfängt zu frieren. Und wenn der auskühlt, dann kann auch mal so ein Schnupfen, ja, eine Erkältung, Husten, kann da genauso auftreten wie beim Mensch auch. Und deswegen ziehen wir ihm einen Mantel an, damit er halt grundsätzlich da ein bisschen geschützt ist. Ich muss dazu sagen, ganz am Anfang, ja, als wir Butch bekommen haben, war ich halt auch so der Meinung, jawohl, das ist ein Hund, der ist stabil, der braucht keinen Mantel, der ist doch wesentlich robuster als ein Mensch, ja, der hält das aus so. Und da musste ich eines Besseren belehrt werden, ja, der erste Winter kam, bums, hat er einen Husten gehabt. Und wer das Video dazu auch mal sehen möchte, ich habe es hier oben nochmal verlinkt, ja, was macht man, wenn der Hund einen Hundehusten hat? Ja, da habt ihr vielleicht auch die eine oder andere Hilfestellung. Und ja, dementsprechend war das dann die Maßnahme, da waren wir also vernünftig und haben ihn dann einen Mantel gekauft und seitdem haben wir auch keine Probleme mehr damit. Und das ist eigentlich auch das, was ich jedem so ein bisschen ans Herz legen will, zumindest jetzt, wenn ihr einen Kurzer habt oder hier französische Bulldogge. Wenn es kalt draußen ist, zieht ihm so ein Ding an, es lohnt sich. Auch vielleicht Hunde, die Probleme mit dem Rücken haben. Ihr wisst das selber, wenn es kalt draußen ist, die Muskulatur ein bisschen mehr Spannung hat, vielleicht verklebt, verhärtet ist, ja, Verspannungen schon da sind. Dann ist so Wärme am Rücken, gerade wenn es kalt draußen ist, eine schöne Sache. Gut, ja, und dann zum Mantel. Ist natürlich klar, man kann viel Geld ausgeben, man kann wenig Geld ausgeben. Grundsätzlich sollte es halt so sein, dass der Mantel den Hund halt auch warm hält und vor Nässe schützt. Ja? Und da gibt es halt unterschiedliche. Wir haben hier einen, ja, der jetzt, sagen wir mal, für Plusgrade dann auch geeignet ist. Ne? Der hat also nicht eine hohe Dämmung mit drin, den haben wir halt ab und an mal dran, wenn wir jetzt denken, so, ja, Übergangszeit, ich sag jetzt mal 5 Grad, 6 Grad, so irgendwas in der Richtung, dann hat er eigentlich eher so einen dünneren Mantel an. Und wenn es aber Richtung Minusgrade geht, dann haben wir uns für einen Mantel entschieden, der halt wirklich hier, ja, schön gefüttert ist, dick ist. Der hat hier oben halt noch so ein bisschen Lederschicht, ist also auch wasserabweisend und dementsprechend ist er da schön warm eingepackt. Der einzige Nachteil bei dem Mantel, genauso wie bei dem, den wir vorhatten, das ist jetzt der neue, den wir uns geholt haben, die haben halt jetzt auch wieder Druckknöpfe. Also die sind halt echt nicht günstig, ne? Und diese Druckknöpfe, bei dem letzten hatten wir das halt auch schon so, nach 2-3 Monaten sind die ausgeleiert. Wenn ihr also auch so ein Ding habt mit Druckknöpfen, weiß ich nicht. Also ich werde das jetzt bei dem hier testen, aber ich gehe fest von aus, dass sie genauso ausleiern. Und nach 3 Monaten muss ich die dann hier festnähen, ja, und mir vielleicht hier einen Knopf dran machen lassen, dass ich es halt dann so irgendwie festmache. Aber wir werden es jetzt erstmal mit dem hier wieder probieren. Aber das ist eine ganz gute Sache. Ja, sieht auf jeden Fall auch ganz gut aus, finde ich. Oder wir. Ja, und das war's auch schon an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, vielleicht abonniert und ins nächste Video reinschaut. Haltet die Ohren steif und bis bald. So, willst du noch ein Leckerchen? Wow, super. Super.